Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder guten weiß der Geier, wenn du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Ich bin Steve. Ich bin Benny. Und wir spielen heute für dich No Snake Hotel. Let's start the game. Welcome so, Benny. To the No Snake Hotel. The only hotel with a 99.99% No Snake guarantee. Here at the No Snake Hotel, we pride ourselves in our incomprehensible lack of snakes. At other hotels, you run the constant risk of finding a snake in your bed sheets, a snake in your toilet, or even waking up to a snake sliding down your throat. It happens more than you'd think. Call the front desk for questions and enjoy your stay at the No Snake Hotel. Aha, das ist sehr beruhigend. Es geht nichts über beruhigende Stimmen im Fahrstuhl. Benny, kennst du das Spiel? Sag dir das irgendwas. Aber die Anmoderation hier von dem Typen im Fahrstuhl war super, mit Snake Hotel und allem drum und dran. Klasse. Ja, I just arrived in the hotel. Good golly Bart, this place is immaculate. You know how much I hate snakes. So I went out of my way to stay at the No Snake Hotel. They've really downed it, Bart. There are absolutely no snakes in this hotel. Okay, alle klar. Wer kann schon Schlangen im Hotel leiden? Wir können's nicht. Ja. Ah, Fight Room 100. Okay, alles klar. Okay. Hier ist 123. 121. Also auf der linken Seite. On the left side. So, hier haben wir nochmal einen Zettel. I'm living the dream. I didn't think it was possible, but I'm sure I'm happy it is. The new Snake Hotel really lives up to its name. Ever since I was a little girl and got abducted by an army of rapid snake while on vacation. Klar, wer kennt's nicht? I haven't left my house. After 50 years of solitude, I finally have the safe place where I can vacation. Thanks, No Snake Hotel. Okay, ja, die hat vor 50 Jahren mal einen ganz blöden Zufall, einen ganz blöden Unfall mit Schlangen bei ihrem Urlaub gehabt und seitdem ist sie nie wieder raus. Bitte? Seitdem hat sie nie wieder Urlaub gemacht, außer jetzt im No Snake Hotel. Wunderbar. Wo definitiv keine Schlangen sein werden. Hast du eigentlich Angst vor Schlangen? Ja, nicht normal. Also so wie jeder andere Hof, würde ich sagen. Also Respekt, würde ich eher sagen, irgendwie. Okay. Angst du, jetzt nicht. Also ich habe jetzt kein Problem, eine Schlange anzufassen. Okay. I feel safer than ever here. Hast du das gehört? Ja. Aber das war doch jetzt nicht die Klimaanlage. One time at some other hotels, I walked into my room and when I turned around to shut the door, there was a snake. As long as my arm dangling from the coat hook. But here, at the No Snake Hotel, I don't need to worry about what creepy slithering creatures might be standing behind me. Naja, weiß ja nicht. So. Sweet 100. Hier wird's schon ein bisschen duster. Das ist... Ja. Also, ich weiß nicht. Was ist denn das für ein Hotel hier? Also, ein Hotel so zu bewerben, dass es halt kein Schlangenhotel ist, ist so krass. Oh. 101. Hier ist Nummer 100. Sieht nicht gut aus, Benny. Ich würde sagen, wir drin. Hallo? Besser. Oh je. Ist doch gelogen. Ich möchte sofort mein Geld wieder haben. Da war gerade eine Schlange. Ich möchte sofort mein Geld wieder haben. Also sind doch die 0,01%. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, haben wir denn eine Flashlight? Nee, haben wir nicht. Vielleicht doch nicht so. Alter! Schneck. Press any key to return to menu. What? Und das war's? Wartet jetzt? Komm, wir checken das nochmal kurz. Nee, müssen wir jetzt nochmal kurz hier. Ich glaube, wir waren einfach nur zu langsam. Meinst du? Ja, also eine Schlange ist jetzt nicht, das ist halt ein ausgewachsenes Monstrum, wa? So, dann auf schnell zu Raum 100. Na, das war ja was. Sollte ich jetzt in den Aufzug? Wahrscheinlich nicht, wa? Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Da stand ja Out of Order eigentlich dran, ne? Aber ja. Ich glaube, das ist der einzige Point, wo wir hin können. Musch. So. Da kommt sie, oh, da ist er. Alter, kann ich weg? Er kann nicht weg. Ah, okay, wir müssen wirklich in den Fahrstuhl. Er kam auch nicht weg.
Das ist ja blöd. Ja, du sahst jetzt aus, als ob du zurückrennen willst. Ja. Genau, und da war so eine Invisible Wall. Das heißt, wir sind gezwungen, zum Fahrstuhl zu rennen. Und er konnte mich jetzt ja nicht umdrehen. Eigentlich wollte ich mich umdrehen und raus. Irgendwie. Ach. Okay. Aber wenn ich probiere nochmal. Ich probiere. Ja. So, dann lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. Wir bewegen uns nochmal hin. Wir probieren das nochmal. Das wäre doch gelacht. Lass mir doch jetzt hier nicht von so einer Riesenschlange hier den Urlaub versauen. Von so einer Anaconda oder was das sein soll. Na, mal schauen. Nee, komm genau, nicht da kommst du nicht hin. Komm da nicht mehr rein. Oma auf das Ding! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und Gummi, 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 Junge, Alter! Geht da nirgends woanders hin? Geht da nirgends woanders hin? Er geht nicht zum Fahrstuhl. Ich gehe von außen, wo es zum Fahrstuhl und dann ganz schnell den Knopf drücken. Meinst du? Bestimmt. Okay. Auch wenn am Fahrstuhl ein Auto vorsteht. Ja, ja. So, lauf, Junge, lauf, 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 lauf! Und ich kann nur nicht drücken hier. Da kann man ja am Stricken. Aber das war, also, jetzt mal ernsthaft, das ist ja jetzt nicht das ganze Game, oder? Kann sein. Ich weiß es nicht. So. Okay, wir haben also alles probiert. Wir sind zum Fahrstuhl gerannt. Wir haben probiert, den Fahrstuhl zu aktivieren. Nüchte. Das Einzige, Benny, der alte Pfiffi, kurz, der hat gerade gesagt, wir sind noch nicht in Raum 100 gewesen. Das ist ja nicht Raum 100, durch die, welche Tür wir gerade laufen. Jetzt wäre halt mal die Frage, ob da oder da im Dunkeln irgendwie. Na, wenn, dann würde ich wahrscheinlich eher behaupten, mehr Richtung Licht. Richtung Licht? Ja, also Licht. Vorne rechts oder was? Da würde ich gucken, ob da der Raum 100 ist, wenn wir überhaupt hinkommen. Gut, dann. Let's do it! Ja! Besser, besser, besser! Ja! Kommst da ja nicht ran. Ja, nice. Nice, ihr Lieben. Das war No Snake Hotel. Toll, sag mal. Die Urlaub war schön, Wetter war super. Essen hat auch, war auch klasse irgendwie. Nur halt einfach die 30 Meter großen Schlangen waren halt einfach irgendwann ein bisschen lästig. gibt's für immer bei itch.io. Und wenn ihr Bock habt, irgendwie supportet die Dudes von Two Star Games. Und lasst ein Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt irgendwie. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Tschüss.